Shalom, wir feiern Hanukkah weiter. Hanukkah, die Übersetzung heißt Einweihung. Aber das Fest ist auch Lichterfest genannt. Warum Lichterfest? Damals stand im Tempel ein Menorah. Siebenarmige Leuchter. Diese Leuchter sollte immer leuchten und nie erlöscht werden. Als der Tempel wieder von uns besetzt wurde, wollten wir die Lichter wieder anzünden. Es gab ein bisschen Öl dafür, aber nur für einen Tag. Und wir brauchten damals noch eine Woche, Öl wieder vorzubereiten. Es geschah ein Wunder. Öl für einen Tag brannte 8 Tage. So sagt uns jüdische Tradition, so sagt uns jüdische Geschichte. Seitdem feiern wir Hanukkah 8 Tage, um an Wunder Gottes mit Öl unter anderem zu bedenken. Und wir leuchten 8-armige oder 9-armige Leuchter, heißt Hanukkah. Darüber werden wir noch mit euch sprechen. Später aber. Jetzt will ich eure Aufmerksamkeit darauf richten, dass Jeschua, der Messias Israels, sich als Licht der Welt genannt hat. Lichterfest, Jeschua-Fest. Für uns, für messianisch-jüdische Nachfolger Jeschuas. Und damit im Sinn, Chanukah Sameach, frohes Hanukkah-Fest.